Hallo und ein herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist der Maximus, ich begrüße euch zu Armored Warfare, meine erste Panzervorstellung, und heute haben wir den russischen PT-76 Schwimmpanzer. Einige wissen ja von euch, dass der Maximus bei der Bundeswehr damals den Leo 2A4 gefahren und schießen durfte. Also ich war auch Richtschütze auf dem Panzer und darum dachte ich mir, dieses Spiel hat eigentlich viel Potenzial. Natürlich die anderen üblichen Verdächtigen, World of Tanks und ja, das andere Free-to-Play-Spiel haben natürlich schon ein paar Meter vor Vorsprung, und da möchte natürlich Armored Warfare mit den moderneren Panzern hin. Aber trotzdem denke ich mir, werde ich hier mal ab und zu mal ein paar Panzer vorstellen, wenn euch das natürlich interessiert. So, dann gehen wir doch einfach mal in das Fahrzeug oder in das Menü und werden euch jetzt mal ein paar Eckdaten sagen. Und zwar 1951 wurde dieser Panzer in der russischen Armee das erste Mal, ja, in Dienst gestellt, wurde auf jeden Fall bis 67 produziert, ungefähr 3000 Fahrzeuge. Das war ein richtiger Exportschlager und deswegen haben die russischen, ja, Streitkräfte ja sehr, sehr viele von diesen Fahrzeugen gehabt. Auch die, ja, Warschauer Paktstaaten, ja, haben dieses Fahrzeug sehr, sehr häufig genutzt. Warum wurde dieses Fahrzeug überhaupt produziert? Dieses Fahrzeug wurde, ja, im Bereich von Mitteleuropa produziert und die Besonderheit hier hinten schwimmfähig, weil in Mitteleuropa ja viele Flüsse sind und damit sollte man mit dem Panzer so schnell von A nach B kommen und als Unterstützung der Infanterie gelten. Hier habt ihr noch dieses Schwallblech, das wird natürlich hochgeklappt, dass ja nicht so viel Wasser hier oben reinkommt etc. und ja die Bugwelle zur Seite weggedrückt wird. Ja, was kann man zu dem Panzer sagen? 3-Mann-Besatzung, ungefähr 14 Tonnen. Und ja, Panzerung war auf jeden Fall nicht so stark, 20 mm im Grunde, und hat aber diese schöne Hauptkanone. Und das war eben das Gute an diesem Panzer, die 76,2 mm Kanone. Und hier an der Seite hat er noch dieses kleine 762 MG, ja, zur Niederhaltung von feindlichen Infanteristen. Was kann man noch sagen? Motorisierung 240 Diesel PS. Das war zur damaligen Zeit doch sehr ordentlich. Die Russen haben ja immer so ein bisschen gezögert, Dieselfahrzeuge oder Dieselmotoren in die Panzer reinzusetzen, weil sie ja mitbekommen haben, Diesel im Winter friert halt schnell ein und darum, ja, war es halt so ein Zwiespalt. Nimmt man Dieselmotor oder Benzin? Aber dadurch steigert sich natürlich die Reichweite. Ungefähr 300 Kilometer kann man mit diesem Fahrzeug fahren und bis zu 45 km/h. Hier im Spiel sieht es ein bisschen anders aus. Hier sieht man erstmal, sieht den Schaden, 199 ist jetzt nicht so doll, aber im Tier 1 Bereich gegenüber den M113 mit 21 Schaden hat natürlich eine schnellere, ja, Mündungsgeschwindigkeit, also, und kann schneller schießen, aber trotzdem, wir wollen ja Fahrzeuge vernichten. Und ja, was kann man noch daraus sehen? Jedenfalls hat der Trefferpunkte 800, das ist sehr ordentlich gegenüber 660 dem anderen Tier 1 Panzer, und auf jeden Fall hier kann er 36 km/h fahren. Jetzt werden sich bestimmt einige fragen, warum ich hier so ein kleines komisches Bild hier oben habe. Natürlich gehe ich darauf nochmal schnell ein. Hier Maximus, sein Bataillon, Panzerbataillon 333. Ihr wisst ja, Maximus mag ja die 3 und natürlich Brandenburg. Werd vielleicht irgendwann mal Leute einladen, da könnt ihr ja unten in der Videobeschreibung einfach euren Namen reinschreiben und dann werde ich euch dann nach und nach da hinzufügen. Das kann man sagen. Wir gehen jetzt nochmal schnell auf Upgrades. Natürlich ganz normale Panzerung, da gibt es halt nicht so viel an Änderungen, und die Kanone mit unterschiedlicher Munitionsart, ne? Aber jetzt kann man großartig nicht sagen, dass da jetzt so viel Unterschied von der Munition ist. Also es ist marginal, muss ich sagen, ne? Also nicht so. Die Optik konnte man ein bisschen verbessern. Das ist eben der Vorteil bei diesem Panzer, ja, dass er so flach gebaut wurde, aber dadurch die Richtschützen ein bisschen Probleme hatten, Ziele aufzuklären oder auch zu bekämpfen. Ich hoffe, dass auch in diesem Spiel noch ein paar Tarnungsmöglichkeiten oder sonstige Sachen, dass man hier irgendwie ein russisches Zeichen ranmachen kann etc. oder individuell vielleicht sein Bataillonszeichen, ja, ins Spiel bringen kann. Ja, das wäre auf jeden Fall mal sehr interessant. Ja, was kann man noch zu diesem Panzer sagen? Er hat natürlich in mehreren Konflikten mitgemacht. Sehr gut hat er sich im Vietnamkrieg getan. Ja, da haben ja die Panzer durch das ja sehr, sehr bewaldete Umgebung ein paar Probleme gehabt. Aber da hat der Panzer doch, ja, sich sehr, sehr wacker geschlagen. Auch in Jugoslawien
gab es den Panzer auch noch, also in den 90er Jahren. Und ja, auf jeden Fall hat dieser Panzer schon ein paar Gefechte mitgemacht, auch im Irakkrieg. Aber in den neuen Gefechten ist der Panzer doch einfach unterlegen. Er sollte einfach nur in Masse so schnell wie möglich von A nach B kommen. Ohne sonstige Aufbauten sollte der Panzer durch Gewässer fahren. Nicht, dass man hier noch irgendwelche, ja, Schutzen reinbauen musste oder ihn quasi schwimmfähig. Das ging halt richtig zügig und er konnte auch im Wasser kämpfen, ja, aber eher selten, ne? So, ja, da haben wir jetzt eigentlich genug über den Panzer geredet, dann würde ich einfach sagen, wir gehen jetzt einfach ab ins Gefecht. So, und jetzt sind wir im Gefecht oder kurz davor. Und da werde ich jetzt ein paar Vor- und Nachteile des PT-76 erläutern. Ihr habt ja schon mitbekommen, dass ich ja die Schwimmfähigkeit so ein bisschen vorgehoben habe. Gerade zu dieser Zeit, wo dieser Panzer produziert wurde. Da ging es ja eigentlich immer darum, ja, entweder greift die NATO oder der Warschauer Pakt an. Und man kann durchaus sagen, dass dieser Panzer doch sehr ein Offensivpanzer ist. Und so sollte man ihn auch natürlich verwenden, auch hier im Spiel. Und die Geschwindigkeit war zur damaligen Zeit gerade ja, mit verbunden mit der ja, Schwimmfähigkeit ein großer Pluspunkt, ne, muss ich sagen. Und nicht nur die Geschwindigkeit, auch die Beweglichkeit. Das waren auf jeden Fall Pluspunkte für den Panzer. Und ja, Schwächen sind natürlich die schwache Panzerung. Das war auf jeden Fall ein großer Nachteil. Denn auf jeden Fall die leichte Waffe, ja, also die Bewaffnung war gegenüber richtigen Kampfpanzern doch dann irgendwann ja nicht mehr zeitgemäß. Und die 40 Schuss, die er mit sich führt, war dann ja für längere Gefechte doch ein bisschen mau, ja. Gerade das niedrige Aufbauen dieses Panzer, also dass der so eine wieder ein Vorteil für Deckung und Tarnmöglichkeiten ist er auf jeden Fall gut geeignet gewesen, aber die Optik halt, ne? Man konnte halt nicht weit oder über gewisse Ziele hinüber gucken, um denn den Feind zu beobachten, ne? Aber wir werden jetzt einfach mal gucken. Oh, hier war ein Stein. Wie ich mich jetzt hier verhalte mit dem Panzer. Und ich habe gelesen und von anderen gehört, dieser Panzer sollte aggressiv ja verwendet werden. Und diese Kanone von diesem Panzer ist auf jeden Fall mit den leichten Fahrzeugen, auf jeden Fall kann der alle irgendwo ein bisschen knacken. Ja, ich denke mal, bis Tier 3 hat er da denn Spaß. Oh, ein bisschen zu weit nach vorne gehalten. Und da ist der nächste. Das war ein Tier 2 Panzer, möchte ich jetzt bald sagen. Und hier sind auch Tier 3 Fahrzeuge am Start. Ich denke mal, mit der Kanone kann ich die schon ein bisschen anfrickeln. Und da seht ihr schon die kleinen, ja, mit 20 mm Kanone, das sind glaube ich so eine französische Panzer. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, welche das sind. Also ich werde nach und nach natürlich die Fahrzeuge vorstellen. Ihr könnt natürlich auch Vorschläge machen, welchen Panzer ich zeigen soll. Oh, da habe ich einen guten Treffer gemacht und beobachtet. Er konnte nicht richtig wirken bei mir. Er hat ein bisschen schief auf meine Panzerung geschossen. Darum sollte man wirklich so gut wie möglich mit der Front zum Feind stehen. Das hat nichts gebracht, weil er auf jeden Fall so ein bisschen abgewinkelt ist und seitlich ist er auf jeden Fall sehr, sehr verwundbar. So, da, mein Gegenstück. 175 Schadenspunkte gemacht. Das geht auf jeden Fall ganz gut. Und, ach, verdammt, da ist er noch mal schnell in Deckung gegangen. So, wie gesagt, ich werde jetzt versuchen, ein bisschen nach vorne zu kommen, nicht hier irgendwie rumzucampen. Und ich sehe, dass unser Team doch sehr, sehr, ja, loslegt. Noch sehr ausgeglichen, aber irgendwie machen die ziemlich Druck. Und da werde ich natürlich mitmachen. So, gucken wir mal, ob meine Optik die anderen Fahrzeuge, ja, gespäht. Ha, irgendwas habe ich gesehen. Ja, ich bin wahrscheinlich schon wieder beim Landwirtschaftssimulator. Ja, wie gesagt, wenn ihr auf jeden Fall mehr sehen wollt, wie ich denn einzelne Panzer vorstelle, dann ab in die Kommentare. Und da habe ich. Ah, verdammt, verdammt, verdammt. Das war jetzt nicht so gut. Der weicht aus, ich natürlich auch. Ich muss natürlich auf meine Panzerung achten. Weil davon habe ich nicht so viel, ne? Klar, würde jetzt einer hinten mir ins Heck schießen. Normalerweise wäre dann Ende im Gelände, aber das ist jetzt kein Hardcore-Modus. So, dann werden wir mal hier schauen. Dieser Panzer. Hier, und da sieht man schon die Optik, die ist nicht so hoch. Und da ist er. Und da kann ich nicht richtig schießen. Ach, verdammt.
Wie gesagt, ich versuche den jetzt ein bisschen aggressiv zu benutzen, den Panzer. Bin weit vorne gerückt, aber ich sehe, die haben nicht mehr so viel. Und da macht er einen großen Fehler. 159 Schadenspunkte. Das ist auf jeden Fall ordentlich. Und jetzt hat er nicht mehr viel. Ah, verdammt, voll in den Dreck geschossen. Das ist eben, ne, dass die Kanone doch ziemlich niedrig hängt. Und da ist er vernichtet. Und dann schieße ich ihn selber nochmal vernichtet rein. So, ja, da sind nur noch zwei Fahrzeuge hier am Start. Vielleicht kriege ich noch einen. Hier gucken. Und nach vorne rücken. Und das ist mein Bruder. 171 oder war das 111? Habe ich jetzt gar nicht so richtig gesehen. Und nochmal, komm, lade nach. Das ist auf jeden Fall auch so ein Problem. Die Ladegeschwindigkeit von dem Fahrzeug ist doch sehr, sehr lang. Hält sie aber noch in Grenzen. Oh, jetzt, komm. Ja, 114 jetzt voll an die Front. Ja, und den Punkt habe ich bekommen. Jedenfalls ein Fahrzeug vernichtet. So, das wird auf jeden Fall eine schnelle Runde sein. So, das bedeutet Sieg. Ja, wie gesagt, ne, schreibt unten in die Kommentare rein, ob ihr auf jeden Fall mehr davon sehen wollt, wie ich einzelne Panzer vorstelle. Dann würde ich nämlich jede Woche mal, ja, ein Fahrzeug vorstellen. Ne, so wie ich halt Zeit habe. Man muss natürlich nach und nach die anderen Fahrzeuge vorstellen. Und das wäre jetzt einfach zu viel, wenn ich jetzt jeden Tag eins bringe. Da fehlt mir auf jeden Fall die Zeit. Und hier sehen wir nochmal Punkte, die ich hier ergattert habe. Und ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob man sieht, dass ich hier eine Dings habe. So, Premium geht, glaube ich, noch nicht, aber ist auch nicht erforderlich. Hier sieht man, welche Fahrzeuge ich auf jeden Fall Schaden zugefügt habe. Also mit der Kanone kann ich auf jeden Fall mithalten. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht, ja, als erstes beschossen werde, dass ich als erstes schieße und dann zurückweiche. So, 2 habe ich, 4 habe ich beobachtet. Und hier sieht man noch detailliert aufgelistet, was ich alles so gemacht habe. Ja, das war auf jeden Fall eine schöne Runde. Und wie gesagt, schreibt es unten in die Kommentare für alle, die zu faul sind. Gebt dem Video einfach einen Daumen, dann weiß ich auch, dass ich hier mehr bringen soll. Und ja, mit den Worten, macht ihr Maximus einen Fisch. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.